Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht endlich weiter mit dem, was ihr euch wünscht. RS4 Limo. Yes! 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 Wir haben den schnittigen Zeitplan, in 2-3 Wochen mit diesem Fahrzeug zu fahren. Fahren heißt jetzt nicht irgendwelche Rekorde brechen, sondern einfach nur dieses Projekt auf die Straße zu bringen. Wie keine Rekorde. Beziehungsweise auf ein Event zu bringen. Vorher bei Chris auf dem Prüfstand das Ganze noch sauber abstimmen. Auf Soft erstmal, dass erstmal alles funktioniert. Wasser, Kreislauf, weil an dem Auto ist einfach alles umgebaut. Manchmal ist es so, dass es gleich ins Volle geht. Will ich nicht ausschließen. Weil die Fehlerquote ist eigentlich wirklich ganz gut, was wir so bauen. Aber garantieren kann man es nie. Das heißt, als erstes gebe ich euch einen kurzen Überblick, was alles noch gemacht werden muss. Folgende Baustellen haben wir noch. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Laderölerei weg ist. Ich persönlich habe keinen Fehler gefunden und bin der Meinung, dass ich auch kein Öl im Motor mehr gesehen habe, jetzt wo ich reingeguckt habe, sondern dass alles nur noch Reste waren, die irgendwann zu einem Zustand mal in den Motor gekommen sind. Wie, wo, warum, weshalb, weiß ich nicht. Fakt ist, ich glaube, das Auto lief nur nicht lang genug danach, um das ganze Öl aus dem Auspuff, aus dem Turboladen und so weiter zu verbrennen. So, das heißt, wir bauen ihn jetzt einfach komplett fertig, stellen ihn auf Rädern, können ihn dann laufen lassen und alles angucken. Ich habe natürlich diverse Sachen nochmal wieder umgebaut. Der Rücklauf geht jetzt nicht an die Pumpe, sondern wie auch viele gesagt haben, der Rücklauf soll lieber an die Ölwanne gehen. Das heißt, wir haben die Ölwanne nochmal umgeschweißt, sodass die Turbolader jetzt in die Wanne laufen und von dort wird alles abgezogen. Baustellen sind allerdings noch einmal hier der Wasseranschluss. Da ist folgendes Problem. Dieser Anschluss geht hier so drauf. Das geht auch theoretisch. Praktisch ist nur das Problem, dass der Anschluss von dem Kühler am Ende eher hier so ist und dieses ganze Gebilde hier gegen drückt. Das heißt, das müssen wir anpassen. Dafür muss das Rohr hier garantiert raus, weil wir das schweißen müssen. Und dieses Rohr ist natürlich hinter den Zahnriemen. Deswegen musste ich komplett nochmal Zahnriemen abnehmen und muss dort nochmal neu Zahnriemen einmessen. War nicht ganz so schlimm, weil ich eh gerade alles zerlegt hatte zum Ventilspiel nochmal einmal kontrollieren. Aber das muss auf jeden Fall auch noch gemacht werden. Wobei falsch, nächster Punkt, der auf jeden Fall noch gemacht werden muss, ist Thema Downpipes, Schrägstrich Auspuff. Wir wollen die Downpipes nicht in Alu lassen, sondern haben ein bisschen Titan geordert. Und beim Abarth funktioniert das so gut, dass wir jetzt auf jeden Fall die Downpipes einmal in Titan machen. Und dann, je nachdem, wo die Downpipes unten rauskommen und wie viel Zeit noch ist, gibt es die Variante, wir bauen schnell einen Titanauspuff. Schnell. Schnell, genau. Einfach nur 2x 89 mm parallel runter. Oder Variante 2 ist nach wie vor, wir könnten auch auf den alten Auspuff drücken. Den Edelstahl oder den Alu? Ja, den Edelstahl-Auspuff. Mhm. Oder den Alu-Auspuff. Gibt es ja beides noch. Ach, die haben ja auch gepasst, ne? Genau, dann müssen wir halt nur den Adapter machen von Downpipes auf die Hosenrohre. Ne? Mhm. Da kommen wir später zu, weil erstmal müssen wir den Motor wieder so weit haben, dass er rein kann. Dann waren bisher beim Warmlaufen die Turbolader noch nicht angeschlossen, wassertechnisch. Die Turbolader brauchen hier, sieht man das, auch noch Wasser. Das heißt, da geht Wasser durch die Lader. Das hatten wir damals schon vorbereitet, indem wir hier direkt ein Dash 6 Fitting drauf gemacht haben. Das heißt, ich gehe jetzt hier mit Dash 6 auf den Turbolader, komme hier mit einer Leitung raus und gehe dann hier irgendwo rein. Kurz zum Wasserkreislauf, da ich da jetzt nach dem Abarth-Unglück ja Experte bin. Wenn ich euch den kurz erklären soll, weil ich glaube, das interessiert schon einige immer. Das ist die Wasserpumpe. Hier hinter ist ein Flügelrad mit der Pumpe. So, wenn man jetzt von einer Seite guckt, sieht man, dass dieses untere Rohr hier, das geht unter diesem Rohr parallel von hinten in die Pumpe. Das heißt, da saugt die Pumpe schon mal an. Zusätzlich kann sie hier ansaugen und auf der anderen Seite ansaugen. Aber alles, was hier so Guss ist, ist erstmal die Ansaugung. Das heißt, wir gehen jetzt mal von dem ersten Zustand aus. Hier wird Wasser gezogen. Das geht dann komplett durch den Block, durch die Kopfdichtung in den Kopf und kommt hier hinten wieder raus. Links, rechts. Also hier kommt das heiße Wasser aus dem Motor raus. Dann kann das Wasser von hier aus, Variante 1, durch dieses Rohr, parallel zu dem anderen Rohr einfach hier vorne wieder im Block, wo die Ansaugung ist und die Pumpe saugt es wieder an. Das wäre der kleine Kreislauf, wenn das Thermostat geschlossen ist. Der große Kreislauf ist, das Wasser geht nicht hier durch, sondern durch das größere Rohr, hier rum, durch dieses besagte Rohr, was aktuell nicht passt, in den Wasserkühler, vom Wasserkühler hier wieder in den Motor und hier hinter sitzt das Thermostat. Also das Thermostat schaltet jetzt gerade quasi den Eingang auf und macht gegenüber mit einer Platte, also das ist eine doppelte Feder, den kleinen Kreis dazu. So ist der Wasserkreislauf hier aufgebaut. Da ist auch noch ein Thermostat drin, das bleibt auch drin und der Rest wird schon alles so passen. Das heißt, wir brauchen jetzt zur Sekunde auch noch einen Ausgleichsbehälter.
Ein Ausgleichsbehälter dafür, weil, wie gesagt, hier die Pumpe ja ganz gerne Wasser saugt. Dieses Wasser muss irgendwo herkommen und irgendwo an einer Stelle muss es einfach immer einen Puffer geben, das muss nicht viel sein, wo halt sich einfach das Wasser wieder ausgleicht, wo die Pumpe wegzieht und an einer anderen Stelle gegendrückt. So, jetzt habe ich mir überlegt, weil das bei Marius auch geil funktioniert hat, bei diesem Auto ist es jetzt ja so, der Motorraum sieht nicht mehr original aus. Nicht so ganz. Bei dem alten Auto mit Originalbrücke und so weiter sah das geil aus. Hier ist alles so ein bisschen GTR-Style, finde ich. Deswegen habe ich mir überlegt, wir machen auch GTR-Style ein bisschen was, machen das wie die Japaner und bauen uns, wie beim Marius, so einen Deckel zum Wasser einfüllen. Mahlzeit! Ja, immer, Chef. Ich brauche so ein Ersatzteil für meine Karre, ne? Was denn genau? Ein 7-10er Deckel. Bitte was? Ein 7-10er Deckel. Soll ich das buchstabieren oder was? Und gleichzeitig Behälter. Mein Plan ist es einfach nur, hier so jetzt, so ein schönes Wasserrohr hochzulegen. Mit dem Deckel nach hier. Ist natürlich am Ende alles schön schwarz, dann fällt das auch nicht so auf. Unten machen wir einfach nur einen Dash-Anschluss dran. Mit einem weiblichen Verbinder. Dieses Rohr schweißen wir noch einmal um, dass es nicht hier hinten rauskommt. Hier ist eh im Weg, wenn man an die Wastegates muss und so weiter. Sondern hier 90 Grad, dass es dazwischen hochkommt. Dass wir wirklich dazwischen dieses Teil, übertrieben gesagt, als Ausgleichsbehälter nutzen. Das heißt, das Wasser wird dann irgendwo hier so stehen und die Pumpe kann da die ganze Zeit Wasser wegsaugen. Und zusätzlich haben wir noch den Kreislauf von den Turboladern. Das heißt, das Wasser, was aus dem Kopf kommt, geht dann nochmal durch den Turbolader und wird auch hier oben einfach. Da schweißen wir dann nochmal zwei Dash-Fittinge an. Da gehen dann genauso die Wasseranschlüsse ran. Was passiert, wenn auf dem ganzen Druck drauf ist? Irgendwann geht dieser Deckel auf. So, hier drin sieht man, da ist quasi Deckel mit Feder. Dieser geht bei, je nach Deckel, in unserem Fall 1,5 Bar auf. Und dann kommt das Wasser aus diesem Anschluss. Das heißt, wir brauchen dann einen zusätzlichen Behälter. Bei Marius ist es die Heinekenflasche, wo ein Wasserschlauch drin steckt. Das Prinzip dahinter ist folgendes. Der Schlauch in dem Behälter muss bis ganz unten auf den Boden gehen. Weil, wenn hier Druck entsteht und er drückt Wasser raus, das Wasser steht über dem Schlauch und in dem Moment, wenn das System abkühlt und er hier einen Unterdruck zieht, zieht er die Flüssigkeit automatisch über den Schlauch wieder zurück in den Kreislauf. Haben sich die Japaner eigentlich damals was ganz Geiles beigedacht. Ja. Und da ich schon ganz gerne ein bisschen clean und cool und einfach anders bei dem Auto haben will, werden wir genauso bauen. Das heißt, wir machen jetzt hier einmal das Ding hier so. Nächster Punkt, Thema Entlüftung. Entlüftung heißt, meine Trockensumpfanlage ist ja folgendermaßen aufgebaut. Die Pumpe unten hat 4 Kammern. 3 von diesen Kammern saugen unten den Motor ab. Das heißt, die saugen wirklich dauerhaft die Ölwanne, die Zylinderköpfe und so weiter ab. Eine Kammer saugt hinten aus dem Tank und drückt einfach nur das Öl in den Motor. Eigentlich krasses Verhältnis, 3:1 halt. Ne? Mhm. Aber nur so stellt man halt sicher, dass man wirklich alles an Öl aus dem Motor rauszieht. Die Kammer, die nur das Öl aus dem Tank saugt, da ist sichergestellt, dass die immer Öl hat, weil halt im Tank das Öl drin ist. Jetzt kommt aber der Punkt dazu. Ich habe damals, und da kann die Ölerei hergekommen sein, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich das Ganze machen kann wie bei den Porsches oder selbst zum Beispiel bei dem B7. Ihr kennt ganz viele Autos, wo man den Öldeckel aufmacht, fängt er an unrund zu laufen und fängt an zu sägen, weil Kurbelwellenraum in Summe nämlich einen Unterdruck zieht. So hatte ich es hier auch gemacht. Ich habe alles zugemacht. Öldeckel zu, die Fitting hatte ich hier nicht dran, da waren Verschlussstopfen drauf. Und hier in der Mitte, dieses große Loch, was man da gerade sieht, das ist ja eigentlich der sogenannte Kurbelraum. Also das ist quasi einfach nur ein Luftraum vom Motorblock. Da hatte ich auch einfach nur eine Platte draufgeschraubt. Das heißt, ich dachte, dass man, wenn man alles zumacht, gerade erzeugt, dass nirgendwo Öl hinkommen kann, sondern meine Pumpen saugen alles an Öl ab und am Ende ölt nichts. Mit mehreren gesprochen, unter anderem auch Paul, der leistungsmäßig definitiv immer vorne mit dabei ist. Und plus der Hersteller von der Trockensumpf, der fährt diesen Motor hier in einem Lupo. Ja, wir blenden mal ein Foto ein. So ein grüner kleiner Kampfzwerg. Ja. Die sagen halt, nee, das geht nicht. Also die wundern sich auch, dass es geölt hat, weil normalerweise unter Volllast schaffen es halt die Pumpen nicht mehr genug abzusaugen. Dann entsteht ein Überdruck im Motor und dann geht das Öl natürlich überall hin. Dass das im Leerlauf schon der Fall war, ist halt komisch. Egal, wir müssen den Motor entlüften. Entlüften heißt, die Gase, die hier aus dem Ventildeckel rauskommen, müssen irgendwo hin. Die Gase, die da aus dem Raum kommen, müssen irgendwo hin und die Gase hier müssen auch irgendwo hinkommen. Zusätzlich müssen wir nämlich auch die Gase, die aus dem Tank kommen, aus dem Ölcatch-Tank, selbst da entsteht ja ein Druck, weil überall, wo etwas weggezogen und an anderer Stelle wieder reingepumpt wird, sind einfach Luftmengen, die bewegt werden. In meinem Fall auch durch die Kurbelwelle, die sich dreht, die Kolben, die hoch und runter gehen. Das heißt, selbst diesen Tank hinten muss man entlüften. Das heißt, ganz am Ende bauen wir noch einen Catch-Tank.
Ach, das ist das V hinten, der Schnorchel daraus. Genau. Kommt, ne? Ganz am Ende bauen wir noch einen Catch-Tank, wo quasi die Gase, die Öl-Luftdämpfe aus meinem Ölsammelbehälter und aus dem Motor reingehen. Ist das gerade der nicht angeschlossen ist? Ja, der guckt fett da oben drauf. Mhm. So, das führen wir dann noch nicht zurück, das Öl, sondern das wird dann da einfach bleiben. Jetzt ist es folgendermaßen, um euch das zu erklären, so hat es mir damals mal einer erklärt, wann fängt ein Motor Öl zu drücken? Relativ einfaches Beispiel, wenn ihr einfach die Lippen zusammen macht, dann kann man auf den Boden spucken. Probiert das mal mit offenem Mund zu machen. Funktioniert nicht so einfach. Schwierig. Probier mal nein, auf gar keinen Fall. mit offenem Mund spucken geht nicht. Ähnlich ist es auch bei dem Motor. Habt ihr eine große Fläche, wie der Motor entlüftet, kommt kein Öl mit raus, weil das Öl dann eher in dem Motor bleibt und die Luft rauskommt. Habt ihr nur eine kleine Öffnung, wo viel Luft durchgeht, zieht es einfach das Öl mit. Das heißt, wir müssen das Ganze maximal groß bauen. Also, Dash 12 und irgendwie müssen wir jetzt auch noch aus dem Block rausgehen und dann müssen wir das Ganze hier sammeln und hinten durch einen Tunnel zu unserem Catchtank gehen. So ist da der Plan. Und da hatten wir uns überlegt, wir werden auf jeden Fall erstmal den Kollegen hier nehmen. Das ist der originale Deckel. Dieser originale Deckel hat nämlich auch passend dazu schon etwas vorbereitet. Und zwar, guckt euch das mal an, das ist das originale Blech, was hier reingeht. Das liegt hier so drin. So ist das Ganze da drauf. Und jegliche Luft, die aus dem Motor kommt, muss hier durch das Loch, hier komplett rum, da raus. Alles, was an Öl überbleibt, landet natürlich auf dem Deckel und kann hier wieder durch den Motor tropfen. Also das Thema Entlüftung ist beim Motor wirklich wichtiger, als man denkt. Deswegen würde ich auch gerne das Ding hier wieder nutzen, aber natürlich nicht hier mit gefühlten 6 mm, sondern halt in groß. So planen wir so. So ein Fitting drauf, ne? Genau, dann ungefähr so. Also, lange Rede, am Ende wollen wir jetzt einen Verteiler bauen, der hinter dem Motor sitzt, der auch wieder cool aussieht und der praktisch ist, weil das wird ein Motor sein, wo viel dran geschraubt wird. Wo wir mit Dash 16 von hier schräg hoch in den Verteiler gehen, links und rechts mit Dash 12 zu den Köpfen und mit Dash 20 ein bisschen höher nach hinten gehen. Warum das? Weil, wenn doch aus den Köpfen ein bisschen Öl kommt, dann würde ich ihm gerne die Möglichkeit geben, dass dieses Öl in dem Moment über den Block wieder zurückfließt. Ganz viele werden sagen, Philipp, du willst das Öl da nicht wieder drin haben. Will ich eigentlich auch nicht, aber in dem Fall geht es auch nicht anders, weil selbst wenn ich hier 90 Grad einfach rausgehe und von hinten kommt dieser Dash 20 so ran zum Entlüften, es geht platztechnisch nicht höher, weil wir ja unter der Spritzwand bleiben. Selbst dann kann es genauso wieder da rein zurücklaufen. Deswegen ist es am Ende, glaube ich, egal. Ich überlege gerade, ob ich einen Gedankenfehler habe. Es wird ja der Tag kommen, wo ich mal ein bisschen aggressiveren Sprit hier in dem Auto fahre. Ja. Mit meinen 1000 verschiedenen Düsen hier. In dem Moment will ich natürlich wirklich jegliches Zeug, was aus diesem Motor rauskommt, eigentlich nicht mehr wieder in dem Motor drin haben. Aber ich überlege jetzt doch gerade zur Sekunde, ob wir nicht besser fahren, wenn wir aus dem Block höher rausgehen, als hier hinten den Dash 20. Dass wenn irgendwie irgendwo was kommt, ist auf jeden Fall immer ist eher aus dem Motor raus als reingehen. Ja. Ist vielleicht doch besser, ne? Weil gerade mit meinem riesen Ölvolumen habe ich ja genug Öl, falls da mal ein bisschen was drückt. Ne? Sind das 12 Liter? Stimmt, ne? 15? Ich glaube 10. 10? Also nur in dem Tank, plus die ganze Befüllung von dem System. Bestimmt 15. Also ihr seht, kleine Bastelstunde, wir gucken mal, wie wir jetzt weitermachen und dann sehen wir uns gleich. Neuer Tag, neues Glück, weiter geht's. Es fehlt leider noch eine Kleinigkeit zum Weitermachen, das ist gerade von Benny auf dem Weg her. Und zwar ist das, kein Mensch würde es erraten, kann ich einmal so ein witziges Instagram-Bild machen, was das ist, weil das ist tatsächlich unser Wasserbehälter. Sieht nicht wie ein Wasserbehälter aus, wird aber die Funktion haben. Dieser sitzt pornöserweise genau hier so. Ich finde das übrigens schon ziemlich geil, was wir hier wieder gebaut haben, weil man wird am Ende sehen, das ist zwar am Ende hier jetzt wieder alles voll mit Leitungen und so weiter, aber man kommt wirklich an jede Leitung gut ran. Ich hatte am Anfang des Videos das ganze System erklärt. Das ist unser Ausgleichsbehälter fürs Wasser. Der geht genau hier zwischendurch. Jetzt brauchen wir hier leider einen Stahlbogen, um auf dieses Rohr zu kommen. Den haben wir nicht. Den holt Nico gerade einmal von Benny. Dann können wir das hier unten nämlich auch fertig machen. Ich habe mir überlegt, Tom, es ging ja noch darum, wir brauchen Wasser von den Turboladern zurück. Wollte ich eigentlich hier oben irgendwo ranmachen, an den Behälter. Macht aber, glaube ich, keinen Sinn, weil dann sind wir wieder im Bereich, dass die ganzen Leitungen im Weg sind. Weil es gibt noch eine Stelle, die ist relativ leitungsfrei und das ist der Anschluss hier. Weißt du, wenn wir es jetzt eh abschneiden und darüber legen, dann können wir natürlich auch die beiden Dash-Leitungen, die von hier und hier kommen, perfekt da einfach draufsetzen. Das heißt, wir setzen hammerhart hier auch einfach einen Dash 6 drauf als T-Stück. Reicht vollkommen hierfür. 8 und dann 2x6. Aber dann wird das wieder so hoch.
Weil ich würde gerne einfach nur ein T-Stück drauf und fertig. Ne? Andere Variante ist höchstens, wir könnten auch, das gucken wir gleich, aber ich werde jetzt kein Rohr finden wieder. Das wird das Problem sein. Wir könnten so, nee, einfach höher setzen und links und rechts einen dran schweißen. Aber ich glaube, den ganzen Stress brauchen wir wirklich nicht machen. Es reicht, wenn wir hier einen 6er drauf. Ich kann einmal gucken, ob es ein T-Stück 8 auf 2x6 gibt. Gibt es aber, glaube ich, nicht. Ist auch egal, man darf sich da nicht so einen Kopf immer machen, gerade beim Turbolader. Weil dann haben wir hier eine Leitung, da eine Leitung und wir sind leitungsmäßig wirklich, wirklich flexibel. Oder wir könnten auch einfach nur hier einen draufsetzen und da einen ransetzen. Würde auch gehen, dann legt man hier eine kleine Schleife und oben einen weg. Willst du die auch anschließen? Nee, okay. Erstmal nicht. Also das wäre dann das nächste, die Wastegates können wir theoretisch auch noch Wasser durchspülen. Dann würden wir die hier noch zwischenschalten. Also dann würden wir von hier da reingehen und dann von hier dahin. Da muss man sich nicht so eine Platte machen. Nee, ich fahre ja eh nicht. Also A sind sie eh zu, hoffentlich, ne? Dann geht da auch nicht so viel Wärme durch. B, das bisschen, was wir so auf Events fahren, so heiß werden die nicht. Egal, das ist auf jeden Fall hier Step 1, das gefällt mir schon mal sehr gut. Der hängt dann hier so. So, und Step 2 ist hier unsere Entlüftung. Haben wir jetzt relativ stock gelassen, sind dann hier auf ein 32er Rohr gegangen, ja. Hier oben auf den Verbinder. Jetzt hier mit dem Schnuffi nach unten. Hier geht es dann in unsere Krake 2.0, die werden wir jetzt mit euch zusammen fertig bauen. Da kommt hier am Ende der Dash 20 ran. Das wird dann hier so unsere Entlüftung. Das ist jetzt ein 45 Grad Fitting. Da kann man auch noch ein bisschen variieren. Also wir haben es jetzt erstmal maximal hochgebaut, aber hier kann man natürlich genauso, keine Ahnung, wir können das auch so drehen und 90 Grad reinlegen. Das ist egal, da sind wir dann flexibel. Deswegen hat man das mit Doppeldrehausgleich gemacht, weil man so wirklich in alle Richtungen kommt. Ne? So, jetzt müssen wir, hier haben wir ja gesagt, zwei Sachen müssen wir jetzt noch machen. Einmal, die beiden müssen hier auch noch rein und dann muss da noch ein Drucksensor rein. Sag mal, jetzt wird nicht, du hast das Video nochmal extra einen blauen, roten geholt, damit es einigermaßen... Nein, den habe ich gestern Abend, heute Nacht noch an Rücklauf von der Ölwanne gemacht. Eher hätte ich rausgeschmissen, weil ich bin leider kein Fan von diesen blau-roten Dingern. Das ist zwar alt und Kult, aber bei dem Auto muss einfach alles schwarz sein. So, wollen wir jetzt unser kleines Geweih, das wir hier schon gerade fertig gemacht haben? Hier oben liegt's. Sieht aus, als wenn es Stunden gedauert hätte. Hat's auch. Hat's nicht. Wenn ihr so zwei Y-Teile zusammenschweißen wollt, mache ich einfach immer Folgendes. Man nimmt sich einen geraden Tisch, eine Platte in der richtigen Höhe, legt einfach den Stift drauf und fährt dann einfach mit dem Stift an dem Bogen in der richtigen Höhe lang. Zack, schon hat man es angezeichnet. Abflexen oder auf den Schleifbock, beide zusammen und gib ihm. So, dieses Gerät soll jetzt hier die beiden Fittinge verbinden. Dafür würde ich den gerne mal einmal in die richtige Höhe rumknallen. Das heißt, der Eumel kommt jetzt noch hier so hin. Leco mio. Oh, es wird hier wieder der ganz lange Schlauch, ne? Mhm. Es wird echt der ganz kurze Verbinder. Geht das überhaupt? Warte mal schon. Man muss auf beiden Seiten dann da den Überwurf drüber kriegen. Dass du einen Schlauch hast zum Überbrücken. Weißt du, ich meine? Guck. Das wird ein bisschen eng. Doch, das geht aber. Weil ich brauche ja nur die Gewindelänge. Okay. Weißt du? Das ist also ja, es ist ja, doch ein bisschen kürzer, würde noch gehen. So, jetzt haben wir zwei Varianten, wie wir das Ganze bauen können. Variante 1 ist, wir müssen hier, weil wir können nicht noch tiefer runter, wir müssten jetzt hier noch ein gerades Rohr ranmachen, was genau passend dazu ist. Und den Bogen ein bisschen einkürzen und nach vorne rutschen. Genau, oder einkürzen und so rüberschieben. Was ich, glaube ich, schöner finde, dass wir hier nicht so nah kommen. Wegen des Festziehens. Ja, aber die hier bleibt es ja genau gleich, weil die Höhe und die Tiefe ist ja vorgegeben. Also weißt du, ich würde mir jetzt einkürzen und so dann setzen. Genau. Ist vom Flow her nicht ganz so geil, aber das ist, glaube ich, vollkommen vom egal. Und wir haben auch hier zur Spritzwand mehr Platz, fällt mir ein. Ne? Also wir machen das lieber so. Deswegen überlege ich, ob wir es doch so machen. Weil es passt eigentlich perfekt so, ne? Also wir wissen eigentlich ganz genau, dass hier nichts überbleibt von dem Rohr, was wir gleich wegdremeln. Aber ich glaube auch, dass... Ah, hier! Ha, ein Gedankenfehler hatte ich zur Sekunde. Ich habe zur Sekunde noch gesagt, wir können den ja so schön auch so drehen. Schlecht. Können wir dann nicht mehr. Man kann den natürlich noch ein bisschen drehen, ne? Wie krass so ein Dash 20 aber aussieht, ne? Na, ehrlich gesagt glaube ich, dass... Hier ist ja ein bisschen Platz. Ist ja. Ja, hier ist ja. Nein, original ist hier auch noch der Bügel drüber. Ach ja, dann stimmt. Ist ja original noch ein genau. Hitzeschutz und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass da gar kein Platz ist. Was passiert, wenn wir. Ich hole mal einmal einen 90er.
Aber guck mal, wenn wir 90er drauf machen. Sieht schon ein bisschen kacke aus, ne? Nö, ich glaube. Ja, was heißt kacke aussehen? Das sehen tut man eh nicht. Ich guck mal einmal, nehmen wir den, ich hole mal 90er. Ja, da war 90. Tom, es gibt eh noch eine andere Variante. Die würde ich auch noch nicht ausschließen. Dass ich nur das Fitting nehme und gar nicht unseren massiven Dash 20 Schlauch, weil den wir eigentlich gar nicht brauchen. Weil hier ist ja kein Druck drauf, das ist ja wirklich einfach nur ein Rohr. Und wir eher hier einen Silikonschlauch einfach nur draufstecken. Und, keine Ahnung, bis hier gehen und hier im Unterboden einen, nee, nicht Welter, sondern einfach ein Aluohr im Unterboden da geht. Achso. Wo wir auch wieder einen Schlauch draufstecken. Dass man gar nicht dieses. Schwerer ist schon, oder? Als der Schlauch mit dem Gummi und Stahlflex. Also ein Aluohr wird leichter sein. Okay. Bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Aber, weißt du, weil das kriegen wir da am Ende auf jeden Fall drauf. Ich glaube, da macht man sich gerade zu viel Platte. Oder anders formuliert, im 2x2, am Ende kommt es eh immer anders. Am Ende machen wir hier auf einmal nochmal einen Bogen dran und stecken immer nur den Schlauch drauf, ne? Weil guck mal, das hier ist ja Downpipe. Die Downpipes kommen ja, die kommen ja hier auf der Höhe raus. Weißt du, hier ist ja, also ich glaube schon, dass hier noch viel Platz ist. Sowohl um jetzt hier einfach einen Schlauch drauf zu stecken, als auch beim 45er einfach einen Schlauch drauf zu stecken. Das wird beides gehen. Und zur Not, bei einem drucklosen System geht es auch tatsächlich den nehmen, heiß machen, ein bisschen aufbiegen. Ja, aufbiegen, wenn du den Alu hier heiß machst und einspannst, dann kannst du den schon ein paar Grad auf- oder zubiegen. Geht schon. Würde ich jetzt nicht bei 20 bar machen, aber da das drucklos ist. Würde ich auch bei 2 bar nicht machen. Doch, naja, jetzt reißt ja nicht sofort hier. Kann ja was, Qualität. Geil. Schnack in der Hand. Okay. Haben wir was gelernt hier. Also, das heißt, was machen wir jetzt? Ich glaube, am einfachsten ist es ehrlich gesagt, wenn wir hier erst ein gerades Rohr jetzt ranschweißen und ich es dann langsam passend mache. Ja. Und da drauf machen, ne? Und hoffen, dass bis dahin Nico mit unserem Bogen da ist. Seit langem mal wieder ein Kunstwerk gebaut. Es ist mir eine Ehre, dass Limo 2.0 eine ähnliche Krake wie Limo 1.0 kriegt. Nee, die Krake kommt keiner ran. Wir blenden mal was ein, was ich mit Krake meine. Bei dem alten Auto habe ich wirklich über Evolutionsstufen jahrelang die Krake immer weiter umgebaut. Aber hier muss ich sagen, das Ding gefällt mir. Hat irgendwie was. Also es ist sogar vom Flow her so, dass jetzt alles gut ist. Es kann nichts zurücklaufen, definitiv. Also alles, was hier rauskommt, wandert im Schlauch nach hinten. Gerade was aus den Köpfen kommt, wandert erst recht nach hinten, das wandert nach hinten. Alles sexy. Und dazu sieht es auch noch schicki aus. So, jetzt hatten wir zwei Varianten, wo wir den Drucksensor hinmachen. Entweder man macht hier den Drucksensor hin, fand ich aber nicht so cool, wollte auch noch ein bisschen Platz hier lassen. Deswegen haben wir den Drucksensor noch schnell. Nico, wenn ihr vorne rein filmst, sieht man hier auch noch den Drucksensor, den wir draufgesetzt haben. Der geht quasi direkt in den Kurbelwellenraum. Das ist alles offen verbunden mit Kurbelwelle und so weiter. Das heißt, der sagt uns ganz genau, was da unten drin los ist. Unterdruck, Überdruck und so weiter. Wenn wir einen weiteren Drucksensor haben wollen, dann würde ich tatsächlich den nächsten Drucksensor eher hinten an den Tank hinten irgendwo machen. Dass wir wissen, durch diese lange Leitung, ob hinten auch noch Druck ankommt oder nur vorne Druck ankommt. Aber jetzt die beiden Leitungen nur links, rechts verbinden, dann gefällt mir das echt richtig geil. Wenn das schwarz gepulvert ist, ist das mal wieder so ein Teil, was man einmal gebaut hat und für immer so bleibt. Ne? Wir werden es noch 8-mal umbauen, weil am Ende über die Jahre wird die alte Krake. Nee, wird es dann doch wieder hier und da und jenes und so weiter, aber das ist schon Taco. So, letzter Step in diesem Video ist unser Behälter hier. Den machen wir da jetzt noch so dran. Dafür müssen wir das da unten noch ein bisschen passend flexen. So, dann ist der nämlich auch hier. Kommen wir ohne Probleme mit den Leitungen vorbei. Sind keine Leitungen im Weg. Hier kommen die hin und fertig. Haben wir wieder was geschafft, das punkten wir jetzt noch an. Dann ist tatsächlich der Motor so weit, wie wir eigentlich am Anfang des Videos gesagt haben, dass wir ihn reinstecken, um vorne das Wasserrohr zu machen. Das seht ihr im nächsten Video. Wir wollten euch in diesem Video einfach erstmal ein bisschen abholen. RS4 Limo geht weiter. Wir sind jetzt wieder mit Vollgas 2 Wochen hier dran. Die letzten Kleinigkeiten machen, bis dann final alles drin ist und es zum Abstimmen geht. Beziehungsweise alles konfigurieren, Elektrik etc. Das heißt, ich hoffe, ihr bekommt in kurzen Abständen wieder Videos, wie wir weitermachen. Als nächstes Motor rein, Thema Wasserkühlung vorne, Wasserrohr, Lüfter, Verbindung, Ölkühler vorne ist auch noch eine Thematik, da gehen wir auch nochmal drauf ein. Auch generell Ölfilter, Ölkreislauf und dann ist am Motor eigentlich soweit alles ready, dass wir ihn dann wirklich das letzte Mal rausziehen. Downpipes. Genau, gucken einmal eingebaut Downpipes nochmal, wie viel Platz hier wirklich ist. Die wollen wir noch Titan machen. Und dann sollte da wirklich so viel Platz sein. Das ist. Achse steckt schon drin.
Das werden wir jetzt auch nachher noch machen. Kann ich nur sagen, guckt euch an, eng gepulvert. Sieht das schon wieder aus wie original. Ein Volltraum. Nee, also es ist wirklich so. Ja, das Pulvern ausmachen, finde ich. Ja, als wenn es da so reingehört. Ne? Mhm. So, das hier ist auch schon die Kupplungsleitung. Da kommt dann noch ein Schnellverschluss zwischen. Dann haben wir das auch ready. Ja, wird langsam. Tom, vielen Dank. Für deine Hilfe. Weiter geht's im nächsten Video. Tschüss.